Und willkommen zur Aufnahme 2. Und ja, wie gehofft, der Sound ist diesmal wieder einsame Spitze. So muss das sein. Genau so muss das sein. Kein einziges Rauschtönchen. Wie sagt man? Er klippt in meinem Ohr? Nein? Keine Ahnung. Ja. Im geschwollen Labern war ich noch nie gut. Mache ich zwar gerne, bin aber nie gut. Ja, Selfcam ist wieder, ganz klar. Okay, gehen wir mal los. Zweite Runde, zweites Glück. Genau, die Sachen behalten wir jetzt im Glück. Das ist ganz geil. Können wir wieder schön Vorrat anlegen. Aha, da ist schon der erste. Da komm mal her. Halt die Waffe. Ach du Scheiße, wir haben nur noch 22 Leben. Oha. Vielleicht doch nicht so gut, um auf die Vollen zu gehen. Dann sollte ich vielleicht doch ein bisschen eher Fernkampf machen. Hallo? Ach, siehst du? Mein Crosshair verfärbt sich auch. Obwohl, das ist ja so eine Spezialität von GZ Doom. Das heißt noch lange nicht, dass es bei dem Original Game auch so war. Ach, wieder diese Flugviecher hier. So, immer schön Munition einsammeln für die Waffe hier. Ja, bei den Waffen gilt generell immer Einzelschuss. Ist man präziser. Und wenn man Dauerfeuer macht, kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Dann schießt die Waffe, man sieht es schon, wild um sich. Also, gerade wenn Gegner weit entfernt sind, lieber immer Einzelschuss, da ist man schneller. Glaubt mir. So, da sind auch wieder welche. Ist schon wieder sehr symmetrisch alles aufgebaut. Er hat schon wieder Autoablenkung. Wahrscheinlich war der obere Gegner weiter vorne. Das war übrigens damals bei dem Vanilla genauso. Ich glaube, dass egal, selbst wenn man den anvisiert hat, wenn ein anderer Gegner weiter vor einem war, also näher an einem dran war, hat er trotzdem auf den gezielt, weil man konnte zwar hoch horizontal visieren, die Engine an sich war aber immer noch nur Doom 2 Engine. Heißt also, die hat immer noch dieses horizontale Auto-Aiming. Was natürlich in manchen Sachen echt beschissen ist. Okay. Oh. Schau mal an. Deswegen müsste ich quasi horizontal überhaupt nicht zielen. Ich könnte quasi einfach die ganze Zeit so laufen und würde trotzdem die ganzen Gegner treffen. Hier ist eine Tür. Eine Tür hinter der Tür ohne ein Monster? Hallo? Ah, seht ihr? Bam, ich treffe es trotzdem. Obwohl ich das horizontal überhaupt nicht anvisiere, wird es trotzdem abgeschossen. Daran merkt man, es ist halt trotzdem noch eine Doom 2 Engine. What? Hallo? Alter, ich glaube, ich lege 13. Kommt die aus der. Ey, ich schwöre, das sind die Viecher, von denen ich vorhin noch gesagt habe, also im letzten Level, dass die kein Auto-Aim haben. Dass die. Ja, das sind die Viecher. Ach du Scheiße. Ja, jetzt bin ich genau rückwärts in so Viecher reingerannt. Ich kann die aber nicht anvisieren. Momentchen mal. Also entweder sieht man hier die Automap, die Secrets nicht. Oder das Ding hier. Das ist so dunkel. Ja, schieß mal, ich will da mal ran. Guck mal, ob man da was klicken kann. Oh, Alter. Ja, schau mal. Ach du Sch. Alter, wir haben nur zwei. Wir haben nur noch zwei Leben. Oh, ich bin gerade aus Reflex gesprungen. Natürlich nicht gut. Springen ist Waller nicht gut. Ah, nee. Also noch ein Bällchen. Okay. Ist, glaube ich, die Munition für eine Waffe, die später kommt und für unsere sogenannte Minigun. Ich werde die alle so nennen wie ein Doom. So, kann ich da jetzt. Ah! Tür ist wieder zu.
Uah, scheiße, scheiße, scheiße. Die kommen ja raus. Nee, die kommen nicht raus. Kommen jetzt raus oder kommen wir nicht raus? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ich bekomme eine stärkere Waffe. So. Nee, die kommen nicht raus. Aber seht ihr, das sind genau die Fischer, wo ich letztes Mal noch gesagt hatte, ich könnte schwören, dass die Fernanschuss haben. Die hat nicht getroffen. Geht doch. Und die Fischer können Fernangriffe machen. Und die roten Dinger, die ihr vorhin gesehen habt, die sind wesentlich stärker. So, was bist du? Tom of Power. Okay. Ja, diese roten Dinger, die verschießen, sind wesentlich stärker als die grünen, also die machen halt mehr Schaden. Oh. Von daher sollte man da ganz besonders aufpassen. Die werden einfach random mit Mank verschossen mit den... Ja, hier ist ultra stunkel. Das ist genau das, was ich meinte letztens. Bei solchen Sachen am besten mit der Map orientieren. Oh. Aber wenn das mal keine Falle ist. Achso, können wir noch mehr als 100 aufnehmen? Ich speichere mal vorher. Ist bei Fallen sowieso immer gut. Ne, wir können gar nicht mehr aufsammeln. Raus. Also, wo sind die? Alter! Boah, Alter, ey, genau vor mir und ich sehe die Viecher nicht. Scheiße, ich muss hier raus. Da ist auch noch weit. Oh Gott, oh Gott. Das waren gerade ein bisschen viele. Schrotflinte. Da seht ihr, die visieren so ein bisschen ab. Ah, jetzt hat man gerade schon gesehen, wo zwei Gegner waren. Die Pfeile teilen sich quasi zwischen den Gegnern immer ein bisschen auf. Was ganz geil ist. Wow, wo kommst du denn jetzt her? Ach, hier durchs Fenster. Oh, scheiße. Oh, die kommen ja alle durchs Fenster. Oh mein Gott, 3% Leben, na klar. Was war ein Schalter? Oh, wir haben Fackeln bekommen. Hier gibt es schon Fackeln. Nicey, dicey. Okay, ich habe das Gefühl, wir sind quasi tot. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Ich bin gerade mal 6, jetzt lassen wir lieber. Yay. Sollte ich vielleicht auch nicht so rumrennen? Warte, Hilfe! Wo denn jetzt schon wieder? Was denn? Oh! Nahangriff? Ne, garantiert nicht. Dafür habe ich zu wenig Leben. Ist das noch einer? Oh, wollt ihr mich verarschen? Komm gleich noch ein. Ich muss doch. Ey, ihr wollt mir noch alle ruinieren. Ja, komm doch mal her. Arschloch. Deine Mutter. So. Da ist jetzt noch eine Falle in der Falle. Wollt ihr mich eigentlich ruinieren? Ach, leck mich doch. Ja, okay, die können auf. Ja, da bin ich jetzt. Scheiß Fernangriffe. Hä, was ist jetzt der andere? Oh, da. Alter, so scheiß dunkel! Junge, schäm dich mal! Wow, da war gerade ein roter. Okay, danke schön. Ah, nice. Gefällt mir. So, jetzt, das war jetzt der Raum. Was war jetzt hier eigentlich drin? Ich erkenne nichts. Armor. Ein Silver Shield.
Stirb halt. So, du bist. Ja. Ah, wieder gerade Schlüssel. Ja, man merkt es, also bei solchen Sachen, ne? Also ich offiziell hätte ich jetzt von hier natürlich hier rumrennen müssen, um da zu kommen. Wenn man es sowieso kann und es einfach nur Zeit kostet, dann nehme ich natürlich auch die Abkürzung und springe einfach rüber. Ne? Also ich hoffe mal, dass darf ich. Aber Sachen, wo man durchspringt und vielleicht Sachen machen kann, wo man die man normalerweise nicht kann, das ist das Secret, mache ich natürlich dann auch nicht. Das ist eine Falle. Scheiße. Alter, warum so viele von dem? Die werden nur noch 30% Leben haben. Wow. Ach, die Feature schon wieder. Wir brauchen Leben. Wow, wow. So. Ah. Ja, das Ding. Kenne ich jetzt sogar noch. Ist eine richtig schöne runter. Da kennt man ja auch aus Doom. Okay, geschafft. So, damit haben wir dann auch unsere Minigun. Sehr schön. Das sind auch die Waffen, die ich, soweit ich weiß, damals am meisten genutzt habe. Die anderen Waffen, die vorhin gezeigt wurden, mit denen konnte ich ehrlich gesagt persönlich eher nicht so viel verbinden. Die kannte ich zwar auch, aber habe ich persönlich nie wirklich aktiv genutzt. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben gelben Schlüssel. Ach, das war die gelbe Tür. Okay, nice. Wow, haben wir doch alles. Können wir hier durch? Ah, wir können durch. Wow, er kann auch durch. Was sind diese scheiß roten Dinger, ey? Wow. Ja, wie gesagt, diese Shotgun, die ist halt extrem kräftig. Ist halt. Was will ich gerade sagen? Er ist extrem kräftig, aber. Aber was? Naja. Hat halt begrenzte Munition oder so, keine Ahnung. Da ist noch einer. Müssen wir hier langsam anfangen, unsere Waffen ein bisschen effizienter einzusetzen. Also die Waffen bei den Gegnern, wo sie am effektivsten sind, auch einsetzen und nicht eine Waffe bei allen Gegnern. Weil ich habe langsam so das Gefühl, dass wir hier langsam an Munitionsengpässe rankommen. Viel mehr effektiv. Oh, ein Schuss. Okay. Oh, doch nicht. Ja, und bei der Crossbow ist mir gerade, wie sagt man, unterbewusst der Name der Waffe eingefallen? Stimmt, die hieß Crossbow. Oder habe ich die immer nur so genannt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier unsere Schrotflinte, um mal bei den Doom-geläufigen Namen zu bleiben. Da gilt das natürlich genauso wie auch bei der Doom-Schrotflinte. Die Gegner immer so nah wie möglich rankommen lassen. Ne, dann hat man weniger Wahrscheinlichkeit, dass sich die Pfeile aufteilen. Oh, Alter. Ja, die Dinger hier, die sind schön, die sind, die explodieren, wenn man gegenschießt oder gegenläuft. Bei gegenlaufen weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall, wenn man bei denen schießt, dann Kettenreaktion. Okay, jetzt auch wieder so ein Ding, also auch wieder Secret, ist ja lol. Okay, dann weißt du schon mal, woran man die ganzen Secrets erkennt, und zwar an diese komischen Dinger hier. An dieses Trapezmuster. Ah ja, hier. Ich sag's ja. Okay, lol. Okay, also so kann man die Secrets echt gut erkennen, wenn man weiß, wonach man suchen muss.
Ring of... Unsterblichkeit? Nein. Unsterblichkeit. Ach du Scheiße. Ja, so einen roten wirfst du nach mir, ja? Das ist aber sehr, sehr unnett. So, ist jetzt hier noch was? Ja, das ist noch einer. Oh, hier haben wir alles, ne? Achso, da war noch mal so eine Handschuhe drin, ne? Die wir ja bereits haben. Aha. No. So, können wir jetzt wieder rausgehen, oder? Ich höre noch welche. Ach, lecker. Ja, also man sieht schon, gerade was Fallen angeht, haben die den gleichen Humor wie id-Software gehabt. Also bei den Map-Designs hat definitiv nicht nur Raven-Software gearbeitet, sondern da hat den auch id-Software ein bisschen über die Finger geguckt. So kommt mir zumindest gerade vor. Blue Key, okay. Oh, müssen wir über die Pampa rüber, schätze ich mal. Ich versuche mal, die da ein bisschen anzustoßen, wie beim Billard. Oh, das können wir da ungefährlich rüber. Ich hoffe, da warten keine Gegner auf uns, weil das ist, glaube ich, giftig. Ja, das ist giftig. Ich könnte jetzt überspringen. Bleib mir vom Leib hier. Was ist hier los? Okay. Es ist so scheiße dunkel, so scheiße dunkel. Oh, das war wieder... Okay, das war quasi wie so ein... Ja, Shellbox. Gibt uns gleich 20 oder mehr. Oh, scheiße. Unsere Pistole ist leer. Da haben wir wohl nicht gut genug auf die Munition aufgepasst. Liegt hier irgendwo welche rum? Nö. Ist auch egal. Oh. Oh, das klang lecker. Oh. Das klingt gefährlich. Einmal schon runter durch. Hoffen, dass ihr uns nicht trifft. Yay! Oh, ist relativ langsam. Okay. So, hier ist auch noch eine Tür. Oh. Oh, nee, da sind nicht so viele starke Gegner. Ich mach ihn mal so hier. Ja, nicht schießen! Are you fucking crazy? Aua, das war gegen die Tür. Aua, das war mich getroffen. Ich hau's dich so, der. Ah, das geht sogar. Der gute alte Doom-Trick. Ach du Scheiße! Wollt ihr mich ruinieren? Oh, die droppen. Ah, lol. Der Munition. Ah. Ich erkenne zwar kaum was, aber hier sind hoffenweise von diesen kleinen blauen Fläschchen und diese blauen Kugeln, die ich gerade gesehen habe. Yay, wir haben wieder 100% Leben. Geil, Mario. So, gucken wir mal. Ja, ich setze gerade die Schrotflinte ein bisschen, ja, stärker ein, weil die überall dafür Munition rumliegt. Deswegen denke ich mal, man sollte die auch ein bisschen öfters einsetzen, als ich es bisher getan habe. Oh, oh. Achso. Ich dachte schon, richtige Gegner. Okay. Whoa.
sag's ja, die haben genau den gleichen Humor wie die Doom-Entwickler. Oder wie die Doom-Map-Designer. Vielmehr. Wow. Es ist so richtiger Pinky, ey. Die können Anlauf nehmen. Okay, dann war das nächste. Also einmal, wenn so komische Trapeze auf dem Boden sind, oder wenn so eine Fackeln an der Wand sind, sind das meistens Secrets. Interessant. So. Ah, ja, daran kann ich mich sogar erinnern. Jawoll. Kann sein, dass dass manche blaue Kugeln so extrem glitzern? Dass sie dann mehr hier Munition auffüllen als normale. Ah, wow, da hinten jetzt. Oh, lol. Ja. Siehst du, an manche Sachen ändert man sich erst, wenn man es quasi wieder gespielt hat. Oh, seht ihr das auch? Ist mir jetzt gerade hier so extrem, als ich jetzt gerade so. Das sieht man so gar nicht. Obwohl, doch, kann man so auch sehen. Aber wenn man jetzt hier drauf stand, hat man es richtig gesehen, die mittlere Lamelle hier ist dunkler. Also wahrscheinlich wieder ein Secret. Oh ja, hier sieht man es, hier sieht man. Ist zwar kein Trapez, sondern Rechteck, aber es ist auf jeden Fall dunkler. Keine Gegner? Keine Gegner, nein, überhaupt nicht. So, Shadow Sphere. Okay. Hat die jetzt einen Schatten oder wirft die bei mir einen Schatten? Da brauchen wir einen blauen Key. Ach ja, ist ja hässlich. Wir brauchen einen blauen Key, beziehungsweise wir haben jetzt einen grünen Key bekommen. Das heißt, wir müssen zu was rennen, was grün ist. Das hat zum Beispiel. Ah, lol, ist mir gar nicht aufgefallen, diese Kugel hier. Ist eine grüne Kugel? Da war eine gelbe Kugel. Na, schau mal, na, guck. Man hat ja also auch bereits optisch farbliche Markierungen. Ja. An die Stelle kann ich mich erinnern. Da kommt gleich Gegner raus. Deswegen ist jemand auch so schräg. Fluchtplan. Ich hoffe mal, dass das Ding hier nicht hochgeht. Dann können wir nämlich einfach hier so im Kreis rausrennen, egal was da jetzt kommen mag. Oh Gott. Oh, scheiße, was ist die Tür? Ah, hier ist die Tür. Raus. Alter, so scheiß dunkel schon wieder. Sie kommen. Oh mein Gott. Man sieht die Gegner gar nicht. Aber da ist einer. Kommt jetzt oder kommt er nicht? Er ist da, aber er kommt nicht. Doch, jetzt runter. Steht er da eiskalt rum wie angewurzelt? Ich muss doch noch die anderen erledigen. Erstmal Backpack holen. Oh! Ah! Na wow! Hätte man mir das schon nicht für vorher sagen können? Vor allem ist wieder so typisch Ronny, ne? Also so typisch mein Gedächtnis für mehr. Was soll ich gerade sagen? Genau. An die ganzen Fallen erinnere ich mich, aber an die ganzen cleveren Aus-Dings da, wie man die Falle ein bisschen mindert, daran erinnere ich mich natürlich wieder nicht. Support bei, ich erinnere mich zwar, dass ich gleich sterben werde, aber nicht daran, wie ich das umgehen kann. Danke dafür. Oh. Ah. Hä? Ach, hier schon wieder. Okay. So, erstmal schon Munition hier aufsammeln überall. Ja, dafür auch Munition, nee, ne? Ach doch, ein bisschen gelbe Munition. Die wir gerade noch am meisten brauchen. Wie viel haben wir da jetzt?
Wir haben gerade einen Scheiß. Oh, wir sind voll. Sehr schön. Warum sagt mir das denn keiner? So, bei der haben wir ein Defizit. Moment, wir können bei der mehr als 100 tragen. Ist ja geil. So, jetzt sind wir hier. Genau, hier sind wir wieder raus. Ach, komm her. Moment, achso, genau, wir haben den blauen Key. Der blaue Key. Wo ist denn der? Ah, da hinten links. Ah, ja, auch wieder Fliegbürchen. Ist ja geil. So, nutze ich hier die grüne, von der dann am meisten rumliegen. Eigentlich viel mehr, ne? Halt. Ah ne, so von der gelben ist jetzt auch noch wieder. Ist auch egal, ich nehme einfach die grüne. Oh, hier ist schon wieder dunkel. Und ich sehe nichts mehr. Oh. Alter, ich sehe einfach einen Scheiß. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf Munitionsjagd, denn das war doch wahrscheinlich das Exit, das Ziel. Hier war keine Munition mehr, schade eigentlich. Ah, hier war noch ein bisschen. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Achso, wir sind schon voll. Verdammt, das war gleich. Hätte ich mir die Höhe gar nicht machen brauchen. Ah, hier ist eine blaue Kugel. Munition. Ja, yeah, Munition. So, blaue Kugel. Ich weiß, war nicht witzig. So, wieder zu unserer Wand. Wo bin ich jetzt gerade hier? Hä? Ist auf gegen Wände? Ja, jetzt hoffe ich wieder hoch. Ach, hier ist. Wow. Zum Glück gibt es schon eine Automap, ey. Ist ja, ohne Automap ist der komplett aufgeschmissen. Na gut. Ich muss mich mal sorgen, das war's mit der Map. Nein, ich wollte danach da. In dem Sinne dann, schauen wir uns vor.